Neues Rennen, neue Niederlage und diesmal mit Nixon. Das sind ganz viele Ends in einem Satz, das ist super. Und ja, warum jetzt Nixon? Ganz einfach. Knochenbauser hat lang genug versagt und deshalb gibt sich jetzt mal der Chef selbst die Ehre. Und wie man sieht, bin ich auch voll super dabei, also ich hab's megamäßig drauf. Ich fahre an jedem Alpen vorbei und fahre durch den unmöglichsten Sandabschnitt und überhaupt und sowieso. Und ich bin fasziniert, weil irgendwie bin ich immer noch vorne und also ziemlich weit vorne. Warum jetzt erster? Da war doch eben noch einer vor mir. Egal. Ich hinterfrag das jetzt besser nicht weiter. Wir sind zu 11. Ich weiß nicht, wer jetzt alles im Raum ist und wer nicht. Und ich werde jetzt auch nicht mehr großartig nachgucken, weil jetzt noch den Überblick hier zu behalten, dürfte relativ unmöglich sein. Vor allem für mich mit meinem gigantischen Kurzzeitgedächtnis, das irgendwie nicht länger als 5 Sekunden hält oder so. Und deshalb fahren wir jetzt einfach mal wild drauf los und hoffen, dass es irgendwas bringt. Und ich fahre wieder mal schön an den Items vorbei, aber wenigstens mal nicht durch den Dreck. Und gleich kommt der erste Rote von hinten und dann, oh, oder der Blitz, ist auch eine Möglichkeit. Und dann ist die Sache gelaufen. Und wer ist da jetzt vor mir und wie ist der jetzt vor mir und überhaupt? Naja, weiß der Geier oder weiß er nicht? Leute, nicht über den Haufen fahren, das wäre sehr freundlich, wenn ihr mich in Ruhe lassen würdet. Wow, da fliegt irgendein Riesendings hinter mir rum. Das war Razor mit irgendwie Quacker, Quack, Quack, keine Ahnung. Irgend so ein hässliches Schrottbeigeben. Ja. Aus der Bahn, hier kommt Nixon. Wow, und ich krieg noch ein Item, das finde ich super. Wow. Aber einen blauen Panzer wollte ich jetzt nicht unbedingt. Naja, also ein Pilz wäre mir jetzt wesentlich lieber gewesen an der Stelle, aber was soll's. Hey, ja, und wow. Das war irgendwie elegant, so halbwegs. Ach, verdammt, ihr Penner, da wollte ich doch gerade durchfahren. Genau wie die anderen auch, die jetzt irgendwie ziemlich gelitten haben, weil sie keine Pilze mehr hatten. Also an der Stelle war es gut, dass es mich noch rechtzeitig erwischt hat mit dem Blitz, aber irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Ah, der Blaue fliegt ganz, ganz weit nach vorne. Verdammt, ich kann nicht fahren. Ja, du verlierst jetzt mal deinen roten Panzer, weil dann kannst du nicht auf mich schießen, wenn ich an dir vorbeifahre. Oh, und ich komme nicht um die Kurve. Und damit bin ich auch wieder hinten. Juhu. Ach, es ist herrlich. Mario Kart Wii, es ist so schön, mal nochmal zu spielen. Also irgendwie macht es im Moment gerade richtig Spaß. Ich weiß nur überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, weil es ist immer noch Mario Kart Wii. Es hat sich seit 100 Jahren nichts an dem Spiel geändert oder so. Und ja. Verdammt. Ach, der hat noch einen Pilz oder wie? Also jetzt habe ich zum Schluss nochmal richtig gelitten, weil irgend so ein Nebelkrähe oder wer... Ja, es muss Lambda gewesen sein, mir noch einen grünen Panzer vor die Linse gesetzt hat. Ich wäre Zweiter gewesen, so ein Betrug. Ich hasse dieses Spiel. Gerade eben war ich noch ziemlich begeistert davon, das ist faszinierend. Lambda, ich werde dich töten oder so, oder... Ich werde dich nicht mehr einladen. Nee, so ein Dreck. Ja, Toads Fabrik, der übrigens nicht Todd heißt, wie ich beim letzten Mal schon erwähnt habe. Nur um es nochmal gesagt zu haben, das sage ich jetzt jedes Mal, wenn der Name Toad irgendwo fällt. Genau, Toad heißt nicht Todd. So. Ja, irgendwie sind wir nur noch zu 10, das heißt, ich bin jetzt gerade Letzter. Weiß der Geier, was wieder los ist. Also irgendwie klappt das mit dem Wi-Fi-Verbindungsscheiß hier dann doch nicht so gut heute, habe ich den Eindruck. Oder die Leute verlieren einfach nur recht schnell die Lust, ich weiß nicht, aber... Das hat auch was für sich, weil wer hier rausfliegt oder rausgeht, der macht dann Platz für andere Leute. Zumindest, wenn der Kombi vorbei ist. Und es gibt ja genug Leute zur Auswahl, die irgendwie gerne mal mitfahren würden. Was war das jetzt für ein Fail? Woran bin ich gerade hängen geblieben? Naja. Ja, also es gibt genügend Leute, die hier gerne mitfahren würden und die nur auf die Chance warten, wenn man es so nennen darf. Und die Chance muss man dann eben auch erstmal kriegen. Das heißt, irgendwer muss raus. Ja. Da ich das nicht entscheiden kann, wer hier mitfahren darf und wer nicht, müsst ihr das mit euch ausmachen. Finde ich super. Und ja, ole ole, super Kind, jetzt sind wir glücklich und zufrieden und ich weiß schon wieder nicht, worüber ich reden soll. Ja, vielleicht darüber, dass ich irgendwie gern was anderes noch mal let's playen würde, was irgendwie kein Unendlich-Spiel ist oder so. Ja, das ist eigentlich ein gutes Thema. Also, ich habe ja im Moment auf meinem Kanal 3 laufende Projekte. Toll, ich wollte die Wolke nicht wieder zurück. Danke, Patty. Ich bin doch schon klein genug. Also, ich habe ja auf meinem Kanal im Moment 3 Projekte am Laufen. Das wären zum einen Mario Kart Wii, weil, ja, das sieht man ja, dass das gerade so irgendwie auf meinem Kanal läuft, ne? Also, ich war gerade Mario Kart Wii, da wäre das naheliegend. Dann wäre da noch Minecraft und dann noch Final Fantasy 7. Und irgendwie, Mario Kart Wii und Minecraft sind ja irgendwie so unendlich Projekte. Die kann man ja spielen bis zur Vergasung oder noch länger. Und Final Fantasy 7 ist zumindest ein Projekt, das sich meiner Meinung nach ewig hinzieht. Ich weiß nicht, das Spiel, es kommt irgendwie auch nicht so richtig in Fahrt, habe ich den Eindruck. Also irgendwie fehlt da was. So irgendwie irgendwas, was für mich so ein Indikator wäre, dass es in dem Spiel vorangeht oder dass was passiert oder so. Im Moment
ist das irgendwie einfach nur hin und her laufen und ja, einfach auf gut Glück irgendwas machen. Und das stört mich irgendwie ziemlich. Und wie gesagt, es ist kein Ende in Sicht, das ist auch doof. Und deshalb müsste ich eigentlich mal nochmal irgendwas let's playen, bei dem ja eben ein Ende absehbar ist. Irgendein Spiel, das ein ganz klares Ende hat, am besten irgendwas, was ich schon kenne. Und wo ich dann weiß, ah ja, jetzt spiele ich noch so und so lange, dann habe ich das Spiel durch oder so. Damit ich einfach mal was hab, bei dem ich ein Ende sehe. Darum geht's mir. Also, das ist eben das, was hier fehlt. Das bräuchte ich mal als Abwechslung. Sodass ich wirklich dann sagen kann, ja, jetzt habe ich mal nochmal ein Spiel abgeschlossen und das ist super und ja, super halt, ne? Okay, ich bin irgendwie Fünfter geworden, glaube ich jedenfalls, wenn das jetzt gestimmt hat, was das Gerät hier angezeigt hat. Und ja, stimmt auch. Und bin damit immer noch einer von den Schlechtesten hier im Raum. Ich gehöre zur absoluten Elite von hinten und ja, alles wie immer, nur schlimmer. Weiter geht's. Ja, Clash. Glühheiße Wüste. Wunderbar, wunderbar. Wollte ich unbedingt haben und ole ole. Irgendwie warte ich immer noch auf meine Waluigi-Arena, die ich wahrscheinlich in diesem Leben nie wieder kriegen werde oder niemals kriegen werde oder was auch immer. Habe ich die Wolke noch abgegeben? Scheint so. Oder sie ist irgendwie in der Hitze der Explosion draufgegangen. Was weiß ich. Was waren das schon wieder für eine Scheißaktion? Ich sollte fahren lernen, verdammt. Reflexe wie ein totes Pferd. Nur langsamer. ja. Oh, das ist jetzt nicht schlecht. Also, damit kann man hier so wunderbar durch den Sand düsen. Hallo? Nein, du solltest da drüber springen und nicht mitten durchfahren. Du Freak. Ja, und jetzt nicht mal einen ordentlichen Start hinlegen. Na super. Ich bin der Held. Ich bin der Beste. Ich hab's voll drauf. Ja, gut, okay. Das hilft jetzt ein bisschen weiter. Wobei ein Goldpilz eigentlich jetzt irgendwie auf der Bahn so das Optimum ist. Also, es gibt eigentlich auf der Bahn wirklich nichts Besseres, als mit Goldpilzen zugeschüttet zu werden, weil es so viele Möglichkeiten gibt, über diesen Kacksand abzukürzen, das ist einfach eine wahre Freude. Also wer hier mit Pilzen zugeschüttet wird, der hat eigentlich schon fast gewonnen. Also, übrigens war sehr praktisch, dass jetzt noch ein Bulletpill war, gerade wenigstens die letzte Sekunde, als der Blitz gekommen ist, weil ich krieg die Kurve nicht. So ein Dreck. Ja, weil mit Bulletpill ist man ja recht geschützt vor Blitzen und ja, ich fahre sehr gut mal wieder. Verdammt. Ja, danke schön. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Ja, jedenfalls, es war sehr schön für einen Moment Erster zu sein, weil eben Bulbul und Blitz kombiniert, das war ganz, ganz toll. Ganz großes Kino. So, und jetzt fahren wir mal hier nebendurch. Vielleicht, wenn jetzt nicht wieder ein Blitz kommt oder ein Powerblock oder irgendwas, das mir die Tour vermasselt. Oh, verdammt, ich wollte eigentlich ein Item mitnehmen. Eigentlich. Also, so. Eigentlich halt. Verdammt, ich wollte gerade den Pilz zünden, um hier durch den Scheiß zu fahren. Aber egal. Der will lieber ein Pilz als sein. Verdammt, danke schön. Ja, also. Scheißspiel, ne? Was soll ich dazu noch sagen? Also, ich hätte jetzt wirklich noch vorkommen können, wenn jetzt gerade nicht wieder alles auf einmal käme. Also, erst wird man vom Blitz klein gemacht und verliert sein Item, mit dem man hätte abkürzen können. Super. Dann kriegt man noch gleich ein Bulletbill hinterher und wird noch über den Haufen gefahren und dann ist man eben Neunter. Trotz Bulletbill am Schluss. Juhu. Super. Ole ole. Ich bin glücklich. Tolles Spiel. Leck mich doch. Oh, super, ole ole, tolles Finale hier auf Luigis Piste und Lackerstrecke, ole ole, habe ich sowieso keine Chance, deshalb fahren wir auch gleich mal ins Letzte los, das ist gut, weil dann kriege ich wenigstens einen alten, ja, für den Moment jedenfalls, vielleicht ist es mir sowieso wieder weggeblitzt oder so, ja. Benutzen einfach, genau, benutzt den Bulletbill, wenn er schon da ist und im Weg ist und überhaupt, dann kann man ihn auch benutzen, genau. Schön gesniped mit deinen Bananen, wer auch immer das war, sehr elegant, übrigens, mir ist sowas aufgefallen, was Mario Kart ganz eindeutig fehlt. Und zwar, verdammt, hallo, ich hätte mich eigentlich rühren müssen können, sollen, dürfen. Ist geil, dass ich mit der Wolke noch langsamer bin als alle anderen. Also, es ist wirklich faszinierend. Jedenfalls, was Mario Kart wie unbedingt fehlt, was wir im nächsten Teil auf jeden Fall mit einbauen müssen, ist eine Auto-Towns-Taste. Auto-Towns wären ganz gut oder eben eine Towned-Quick-Taste. So. Also, Towned ist ja irgendwie so Sprücheklopfen-mäßig, ne? Und viele Spieler haben das, zum Beispiel Smash Bros. Hat das, also Smash Bros. Brawl jedenfalls. Das könnt ihr ja im Online-Modus auf den Knöpfen, auf denen ihr Posen macht, auch Towns legen. Also, solche Sprüche eben. Verdammt, dankeschön. Und wieder letzter.
Und könnt damit eben eure Gegner dann noch zusätzlich ärgern oder so. Oder euch bedanken, wenn jemand wieder mal ganz furchtbar freundlich zu euch ist. So wie das bei mir hier Dauernzustand ist in Mario Kart Wii. Und ja, so eine Taste fehlt eben in Mario Kart Wii, finde ich einfach mal. Verdammt, das war extrem elegant mal wieder. Aber egal. Die Sache ist eh gelaufen. War eh eine Scheißrunde und ja, überhaupt. Aber das fehlt einfach. Ich bräuchte jetzt einfach so eine Taste, wo dann kommt, wenn ich drücke, wo dann ganz groß bei allen Spielern Danke im Bildschirm steht. Weil das ist eine Taste, die fehlt hier wirklich dringend. Also, wenn ich dann vom Kugelwilli überfahren werde, dann kommt dann ganz groß bei allen Danke! Und wenn ich wieder mal vom Stern überfahren werde, dann kommt bei allen ganz groß Danke! Und wenn ich wieder mal vom Blitz getroffen werde, dann kommt bei allen ganz groß Danke! Also das wäre toll. So eine Taste bräuchte ich unbedingt. Das ist, also, wäre genial. Aber mehr von diesem Blödsinn im nächsten Rennen oder so. Ja, alles gut. Wie schade. Ich bin letzter. Ich bin so verdammt gut. Oh, euch habe ich es gezeigt, Leute. Oh, was für ein herrlicher Auftakt für diesen wunderbaren Team Grand Prix. Diesmal nur noch zu 8. Ja, wir werden immer weniger. Das ist ein Skandal, aber egal. Das reimt sich und alles, was sich reimt, ist gut. Also, ole ole, super Kind, wir sind nur noch zu 8. Freut euch. ja, und keine Ahnung. Also, eigentlich wollte ich ein Grand Prix starten, aber in geistiger Umnachtung habe ich dann irgendwie auf Team Grand Prix gedrückt. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Wow. Okay, das war irgendwie sehr elegant mit der Banane, muss ich schon sagen. Bin ich Team Blau? Ich bin Team Blau. Hey, ich habe nur lauter blaue Leute von mir. Das heißt irgendwie, verdammt, hinter mir sind nur rote. Und das ist schlecht, das ist schlecht, das ist extrem schlecht. Das war extrem elegant vor allem. Eieieiei, hier sterbt ihr, Schweine. Den Pilz könnte man zwar sich eigentlich auch aufheben, aber man könnte ihn auch hier einsetzen und hoffen. Okay, man kriegt keinen Item, also fährt man lieber über den Dreckstreifen, Randstreifen, was auch immer Streifen. Hauptsache irgendwelche Streifen. Ich will deine Wolke nicht, du Penner. Ich wollte die Wolke doch nicht. Yay, ich kann fliegen. Für einen Moment jedenfalls, bis mich die Wolke zum Absturz bringt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es ist herrlich, es ist wunderbar. Es ist Mario Kart Wii und ich bin irgendwie seltsamerweise immer noch bei bester Laune, obwohl das eben verdammt so extrem gut gelaufen ist, aber egal. Apropos Towns und so von eben, wo ich gesagt habe, also Towns eigentlich, aber egal. Ja, das ist so was, das habe ich an Unreal Tournament geliebt. Also ich habe ja nie irgendeinen Unreal-Teil gespielt, aber ich habe Unreal Tournament gespielt, weil Unreal Tournament war damals Ende der 90er wirklich ein super geniales Spiel für Multiplayer, Bettelei, also für sich gegenseitig hier so richtig den Tag zu vermiesen. Und ja, war eben einfach ein tolles Spiel, hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und das war eben diese Town-Funktion mit eingebaut. Man konnte eben bei den Optionen Auto-Towns anschalten, das heißt, man hat automatisch irgendwelche Sprüche geklopft, wenn irgendwas passiert ist und man konnte natürlich auch noch manuell Sprüche klopfen. Verdammt, ich wollte die Wolke eigentlich nicht zurück, dankeschön, aber dafür kriegst du einen roten. Oder auch nicht, der fliegt lieber 100 Meter durch. Sehr schön. Ja, und ja, war eben einfach grandios. Es war genial. Vor allem, weil dann eben immer so schön dumme Sprüche gekommen sind. Das war irgendwie ganz, ganz, ganz leicht beabsichtigt getrollt, oder? Karin, das kam mir jedenfalls so vor. Also, erstmal schön stehen bleiben und dann Bullet Bill zünden, damit der hinter einem erstmal schön Bullet Bill fährt. Und als wenn es nicht reichen würde, dass ich schon Letzter bin, bin ich dann eben Letzter mit Abstand. Und das in der letzten Runde. Und das ist schön, weil dann ist alles das Letzte. Ja. Und dann ist das auch das letzte Rennen für heute, Leute. So. Nee, nicht wirklich. Habe ich irgendjemanden runtergeblitzt, dann werde ich noch einen Platz vorkommen. Ja. Ich bin noch zwei Plätze vorgekommen. Ich bin stolz auf mich. Und ich durfte noch meinen Goldpilz zünden, den ich zum Schluss gekriegt habe. Ist nicht toll? Reza ist Letzter. Ich habe aber keinen blauen mehr auf dem Dings gesehen. Also auf der Minimap. Das heißt, Reza ist wahrscheinlich aus dem Rennen raus. Und das heißt, eigentlich bin ich nur Vorletzter. Und eigentlich ist René Letzter. Und deshalb ist es ein Skandal, dass René auch noch einen Punkt dafür kriegt. Für diese Glanzleistung. Bäh. So. Oh. Ja, Pilzschlucht. Was will man dazu noch sagen? Eine der häufigst gespieltesten Maps, habe ich so den Eindruck. Zumindest mal, wenn man in irgendwelchen Lookräumen unterwegs ist. Und eigentlich eine mit der besten Musik für dieses Spiel, finde ich mal. Also eigentlich eine von wenigen Bahnen, bei denen die Musik wirklich auffällt. Das ist so. Ich glaube, das ist schon der einzige Grund, warum mir die Musik an der Bahn hier gefällt, weil es einfach mal eine Musik ist, die auffällt. Aber ansonsten ist die Bahn nichts Besonderes. Danke, Armbanduhr. Sehr schön. Ja, Reza ist raus, so wie ich das jetzt gesehen habe, glaube ich jedenfalls. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich nur noch zu siebt und das bedeutet, ja, ich habe es vorhin schon mit dem Oh angedeutet, wir sind immer noch im Team Grand Prix und das heißt, die Teams sind jetzt wieder ungleich groß und natürlich hat jetzt ausgerechnet mein Team gelitten. Das heißt,
mein Team hat gleich doppelt gelitten, weil erstens sind wir nur noch zu dritt in diesem Team und zweitens fahre ich in diesem Team mit. Das heißt, ja, Team Blau verliert. Schön. Nachdem wir das dann auch geklärt hätten, hoffen wir mal, dass es jetzt wenigstens noch einigermaßen läuft hier. Ich frage mich nur, warum ihr alle mitten im Rennen raucht. Also verlasst ihr den Raum, weil euch irgendwas auf den Sack geht, oder werdet ihr einfach nur disconnected, weil die Wi-Fi-Connection mal wieder rummuckt oder so? Ich weiß ja nicht, also bei mir läuft ja alles wunderbar. Also ich habe hier wirklich überhaupt keine Probleme. Es gibt keine längeren, keine längeren Verbindungsbildschirme oder dergleichen. Und ja, keine Ahnung. Den Bullet-Bill hier zu zünden ist vielleicht nicht das cleverste, aber damit musste ich problemlos über die Pilze kommen, ohne dass mich ein Blitz oder ein Powerblock runterstößt. Das ist ja mal cool. Der Bullet-Bill war eigentlich schon vorbei, aber er konnte mich nicht mitten in der Luft rauslassen, also... Wow, fährt er... Also bläh, genau. Also fährt er mich einfach noch ein Stück weiter. Das ist ja mal cool. Also, wenn das mal nicht was Geniales ist, das habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe auch noch nie auf der Bahn an der Stelle ein Bullet-Bill benutzt. Also von daher, es ist kein Wunder, dass ich es noch nie gesehen habe. So, heben wir den Goldpilz jetzt auf und hoffe, dass es irgendwie was bringt, oder... Ja, das ist jetzt wirklich eine schwere Überlegung. Also, wenn ich ihn hier einsetzen würde, könnte ich ein Stück vorkommen. Aber wenn ich ihn bis zum Schluss noch haben würde, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, könnte ich an der Abkürzung noch mal ein paar Leute holen. Also, ich spekuliere jetzt einfach mal drauf, dass ich ihn noch lange genug behalte, um die Abkürzung zu fahren. Und wenn nicht, dann ist es eben wie immer, nur schlimmer. Ja, leckt mich doch alle mal. Ich werde noch Zweiter. Oder Dritter, verdammt. Ich habe eigentlich gedacht, ich werde noch Zweiter. Aber das ist cool, weil wenn ich Dritter bin, hat Team Blau wenigstens ein paar Punkte. Also Patty macht den Ersten, das finde ich super. Ich mache den Dritten und Tim... Wer ist Tim? Verdammt, hallo Tim. Schön, dass du hier im Raum bist, aber wer bist du? Schreib einen Kommentar. Hallo, ich bin Tim oder so. keine Ahnung, also hallo Tim. Ja, Team Blau kriegt Punkte. Das finde ich super, weil Team Blau führt immer noch. Und das, obwohl wir eindeutig unterlegen sind. Wir sind super. Ja.